Es ist die Horrorvorstellung vieler Schiffspassagiere. Wasser an Deck. Diese Touristen sind gerade auf dem Weg von Lanzarote zur Ferieninsel La Graciosa, als eine riesige Welle die Fähre erfasst. Das Wasser sucht sich den Weg über das gesamte Deck. Panik macht sich breit, Kinder schreien. Wo sonst die Besucher Sonnenschein und Strand genießen können, wütet ein heftiger Sturm über das beliebte Urlaubsziel der Kanaren. 5 Meter hohe Wellen machen auch vor dieser Fähre keinen Halt. Auch wenn für Schiffe dieser Größe durch die Wellen keine große Gefahr besteht, bleibt es für die Passagiere die wohl prägendste Urlaubserinnerung. Zum Glück kommen alle nur mit nassen Füßen davon.